Wem geben wir denn mal unser EP-Bonbon? Ich hab so Hunger, Rüdiger. Okay. Ah, reicht nicht ganz, schade. Aber das hier reicht. So, jetzt bist du nämlich auch wieder wach. Mit einem KP. Ja, ich muss ja erstmal wach werden. Ich brauche erstmal hier mein Aufputschmittel. Genau. Ja, erstmal kriegst du noch ein paar. Oh, ja, nein. So. Wir müssen aber irgendwie noch so. Jetzt bin ich aber satt. Aber wirklich. Ja, wenigstens hat es sich gelohnt, hier nochmal reinzugehen. Auch wenn wir keinen Shiny gefunden haben. Ja, dein Team ist zwar ziemlich auseinandergenommen worden, aber es hat sich gelohnt. Ach, das ist Mashok. Ich hab's erst gar nicht erkannt. Was ist denn da für eine Statue? Aber das ist einfach ein schlafendes Mashok. Stimmt. Es kniet so komisch. Und ist auch am Beten. Stirb! Oh, okay, tschüss. Skladola, wir sind in der Luft. Aber auch gar nichts jetzt mehr. Ich glaube, wir haben unser Glück im ersten Part dieser Aufnahmesession einfach schon komplett verpulvert. Das glaube ich auch. Und trotzdem will ich jetzt so Evoli. Das kann ich ja zur Not ein bisschen zusammenschneiden, also keine Sorge. Oder du spulst einfach vor und tust einfach lustige Musik drüber machen. Exakt. Hallo Leven, hast du dich mal um deinen scheiß Leven gekümmert? Oh, 71.000 Poké-Dollar hier. Bald kaufe ich Jubeldorf. Alter, du bist richtig rich. Richtig rich hier. Richtig die Fuffis durch den Club schmeißen jetzt. Da macht sogar Celestes große Augenbrauen. So, wir gucken mal. Weißt, nee, weißt, die wachsen ihr dann so nach, so ganz plötzlich so. Wahrscheinlich. Wir gucken mal in unser Death Note. So. Das Pokémon, dessen Namen eingetragen wird, stirbt. So, okay. Oh, tust du auch die Todesart irgendwie mit reinschreiben oder soll es einfach nur ein Herzinfarkt sterben? Einfach Herzinfarkt. Also wäre so, im Weißen Frost, dann gibt es sogar welche. Interessant. Oder halt auf den Hufeisenwiesen. Hm. Wo sollen wir denn hin am besten? Ich will ins Weedland. Du willst ins Weedland, okay. Dann jeder, gefühlt jeder Gastkommentator war im Weedland, nur ich noch nicht. Okay, hast recht, dann geh mal hin. Einmal ins Weedland. Ich möchte doch auch nur den Duft von frischem Gras genießen. Wir sind in der Luft! Wo sind denn die Hufeisen? Du weißt, wo Evoli ist? Ich weiß nur, wo die Hufeisenwiesen sind, aber... Ja, wow, Rüdiger, also wer lesen kann, ist ein Vorteil. Ne? Ja, ne? Nee. Ich hatte es, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich meine, es irgendwo bei den Blumenfeldern, ich meine noch ein bisschen weiter links, irgendwie so. Weiter links. Noch weiter links. Noch weiter links. Noch, noch. Das andere links, Rüdiger. Aber das wäre doch rechts. Ja gut, hopp, nach links, nach links, nach links, hopp, hopp, hopp. Irgendwo am Rand der Map müsste es eigentlich sein. Oh, guck mal da. Was haben wir denn da Schönes gefunden? Was leuchtet das? Yeah. Schon wieder so eine Elite. Oh. Lauf vielleicht mal am besten hier so in der Gegend rum. Schlag mal die Karte auf. Wo sind wir jetzt genau? Hier habe ich die Karte. Hier habe ich die Karte. Okay, also ich würde mal behaupten, eher so im nördlichsten Teil dieser Map müsste es vielleicht irgendwo sein. Folg vielleicht mal den Fluss Richtung Norden. Ist das wo ist Norden? Jetzt Norden? Wo ist Norden und wo ist der Fluss? Hä? Ich bin Weehawk, ich habe doch keinen Orientierungssinn. Da ist schon mal der Fluss. Das ist kein Fluss, das sind einfach nur irgendwelche Teiche. Aido, also Pfützen hier. Oder Pfützen. Ich weiß ja nicht, was du unter Fluss verstehst. Meines müssen aber auch noch ein etwas größeres Blumenfeld irgendwo sein. Kommt Evoli eigentlich bei Nacht?
Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist mir jetzt nämlich gerade so eingefallen. Wir haben jetzt momentan Nacht. Vielleicht sind die ganzen Driftlons dann nicht da. Und stattdessen, das könnte eventuell sein. Also das Spiel hat ja sehr, sehr viele schöne Mechaniken. Deswegen mag ich es auch irgendwo, aber... Ja, definitiv, ja. Also, es ist halt technisch nicht das, was es sein sollte. Es ist nicht alles scheiße in dem Spiel. Aber wie du es gerade gesagt hast, technisch ist das Spiel schon dahin geklatscht worden. Es hat aber definitiv gute Ansätze, auf jeden Fall. Und es macht sogar ja tatsächlich irgendwo Spaß, weil ich glaube, ich hätte nicht so viele Shinies, wenn ich nicht so viel Spaß mit dem Spiel gehabt hätte. Genau. Aber trotzdem, es für heutige Maßstäbe und vor allem für das Entwicklerstudio, was für das erfolgreichste Franchise überhaupt verantwortlich ist, ist das schon sehr traurig. Absolut. Ich meine traurig. Es wird traurig. Ja traurig ausgesprochen, nicht traurig, sondern traurig. Traurig. Liebe Leute, jetzt eine kleine Lehrstunde hier mit N-Smash. Mhm. Für alle, die vielleicht ihr Deutsch noch ein bisschen verbessern möchten. Sämtliche Wörter, vielleicht bis auf ein paar wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel Namen, die auf IG enden, werden nicht ich ausgesprochen, sondern ich. Genau. Also jetzt nicht König, das ist falsch, sondern König. Es sei denn, du sagst Königreich, dann kannst du ich sagen. Genau. Weil es heißt ja nicht Königreich. Das Königreich wäre komisch, wär cool, das stimmt, ja. Ja, Leute, hier lernt ihr noch was. Sapalot, wo ist denn das Scheißvieh? Sapalot nochmal! Sagt man das heutzutage eigentlich noch? Nee, aber ich bin alt, deswegen darf ich das. Also ich find's Knorke. Jetzt bin ich ja schon bei den Ambitionshügeln. Ich hab gar keine Ambitionen mehr. Nicht mehr? Hast du überhaupt schon mal welche gehabt? Ich glaube nicht. Oh, hey, Elite-Bidiza. Oh, es ist nicht der Spottle King. Der Spottle King ist immer noch Bidi-Fass, nicht Bidiza. Ich bin so erfolgreich auf YouTube mit meinen 15 Aufrufen pro Video, ich gönne mir jetzt erstmal ein Glas Cola. Dafür gehen deine Retro-Börsen-Videos voll ab. Das ist doch... Oh ja, tatsächlich. Ganz ehrlich, das freut mich. Das freut mich wirklich. Die sind aber auch wirklich gut. Also. Dass so viele Leute sich diese Videos gerne angucken. Was mich ehrlich gesagt auch so minimal ein bisschen wundert, weil du siehst eigentlich fast in jedem Retro-Börsen-Video immer das gleiche Schema. Wie ich die Verkaufsstände filme, ein bisschen was dazu labe, vielleicht was Besonderes während meiner Reise passiert ist und so weiter. Und dann gibt's die Ausbeute und das war's. Aber es wird sich so gern angeguckt. Ja, stimmt. Wenn man die zeitnah raushaut, gehen die auch wirklich gut. Aber ich weiß, gerade bei Mr. Venom, also wenn der seine Retro-Börsen-Videos macht, die gehen auch gern mal über die 10.000 Aufrufe-Marke. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich glaube, wenn ich das noch ein bisschen mehr professioneller irgendwie machen würde oder so, was weiß ich, eine bessere Kamera hätte oder keine Ahnung, I don't know. Ich könnte mir dann vorstellen, dass es dann tatsächlich noch ein bisschen mehr abgehen würde, aber ich finde, für meine Verhältnisse bin ich wirklich mehr als zufrieden damit, wenn es mehrere hundert, wenn nicht sogar über die 1.000 geht. Das taugt mich dann doch schon ein bisschen um. Mhm. Weil meine Durchschnittsaufrufzahl liegt so zwischen, ich bin jetzt sehr bescheiden, zwischen 10 und, wenn es hochkommt, 30. Zwischen 10 und 30. Aber ich mache YouTube ja hauptsächlich hobbymäßig. Ja, eben. Ich mache es, weil es mir Spaß macht. Mir macht es keinen Spaß mehr. Ja, du bist ja nur damit groß werden, ey. Du Doofkopf. So, und jetzt lauf an Laven vorbei und halte dich einfach mal links von der Map. Lauf einfach mal ganz links am Rand entlang. Mhm. Ich laufe jetzt einfach mal zu Fuß. Das war auch nichts übersehen. Mhm. Ich bin mir eigentlich sicher. Wenn ich falsch liege, kannst du mir einen virtuellen Arschtritt geben. Das soll mir recht sein. Aber ich meine, Aber wenn wir es jetzt hier so in die Richtung halten, meine ich, müssten wir in einen Bereich kommen, wo Evoli eigentlich sein müsste.
meine das so, in meiner Erinnerung zu haben, dass das eigentlich hier in dem Bereich wo es sein muss, wenn wir hier so entlang laufen. Ich hatte es hier so vermutet, ja. So ein bisschen die Augen offen halten, weil Evoli ist schon ziemlich klein. Das übersieht man gerne mal. Ist mir zumindest ein oder zweimal passiert. Ich verwechsel es oft mit Bidiza, auch noch wegen der Färbung oder so. Jetzt wird es auch langsam wieder dunkel. Jetzt müssen wir besser die Augen offen halten. Das ist das Elite-Galopper. Nee, wahrscheinlich doch nicht. Komisch. Komisch! Skvarula! Wir sind in der Luft! Ja. Also wenn zur Not mal ja für dich bei Bisa-Fans halt mal nachgucken. Gut, der Pokédex sagt mir ja eigentlich, wo es sein sollte. Ich weiß nicht, ob Bisa-Fans da sehr viel mehr Informationen rausrückt. So, jetzt gucken wir noch mal. Arktilas Eisblock, Lawinenhügel. Am Arktilas Eisblock. Da war doch nie im Leben, ist dann Evoli einfach rumgelaufen. Ich habe da, glaube ich, noch nie einen Evoli rumlaufen sehen. Oh, scheiße. Oh, bin ich ein Idiot. Jetzt habe ich den Pin weggemacht bei der Höhle. Für den Eisstein? Ja. Da lohnt sich dich nochmal hin. Skvarula, wir sind in der Luft. Entschuldigung. Vielleicht finden wir unterwegs nochmal einen Shiny. Das wäre es, so einfach aus der Luft so ein Shiny. Ist schon öfter passiert, aber eigentlich erst, seitdem ich den Chiller-Pin habe. Ich glaube, so einfach mal random ein Shiny ist mir vielleicht sonst im Hauptspiel 1-2 Mal passiert. Aber nachdem ich dann den Schillerpin hatte, kam es dann doch auch häufiger mal vor. So, jetzt sind wir da. Hier ist der Arktilas-Eisblock. Aber warum sollte ich hier einfach random mit Evoli rumlaufen? Also wie gesagt, ich habe hier noch nie eins rumlaufen gesehen. Nee, wirklich nicht. Ich gucke aber mal beim Lawinenhügel, weil ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt schon mal waren. Beim Lawinenhügel? Gott, ich hätte wir sind so in aufhalten, der Luft! Aber... Ja, doch, hier könnte ein Evoli sein. Ich meine, vielleicht irre ich mich auch, Mandela-Effekt und so weiter, dass ich hier vielleicht auch mal ein Evoli gesehen habe, beziehungsweise gefangen. Das ist ein Stück Holz, ich habe eben schon kurz gedacht. Es ist ein Stück Holz. Wir haben ein Stück Holz, das ist ja wunderbar. Oh nö. Es war braun, ja. Die typische Evoli-Farbe, ne? So, aber das haben wir auch noch nicht, von daher. Yeah, wenigstens etwas. Oh, ein Vonera. So ein Vonera-Proppen. Ein Vonera-Proppen. Boah. Das war ein Volltreffer, komm, das muss... Ah, du Piss! So, damit das mal klar ist hier. Alter, diesen Kindern, ey, die musst du mir erst alles zweimal sagen, damit sie hören. Aber wirklich. So, wir holen uns die ganze Entwicklungsreihe jetzt einfach mal hier schnell. Die ganze Familie. Komm her! Komm her! Scheiße, jetzt brauche ich so lange für den Hyperball. Hat das noch gereicht? Nee. Nein! Schade. Das wäre es jetzt natürlich gewesen, aber mal die ganze Entwicklungsreihe auf einen Streich. Ja. Sind wir noch bei den Lawinenhügeln? Ja. Ja, vielleicht solltest du mal andersrum. Andersrum. Ja, vielleicht mal hier so diesen Bogen hier mal abfliegen. Guck mal da. Ich glaube, den ganzen Grasland-Scheiß, den kann ich einfach rausschmeißen. Bleib hier, weil hier passieren die besseren Dinge. Irgendwie schon, ja. Den ganzen Grasland-Scheiß, auch Rüdiger. Grasland-Scheiße, okay, es tut mir leid. Oh! Ha, 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 ha. Aber ich glaube, das war viel zu stark. Ich glaube, das hat irgendwie Level 89 oder so. Dass hier ein Knackrack ist, das wusste ich noch. Dass es auch Elite ist, das wusste ich auch noch. Willst du dich damit wirklich anlegen? Ich meine, es ist ein Knackrack. Ich glaube, das war zu stark, aber ich glaube, das hatte wirklich irgendwas in die Level. Ich weiß nicht mehr, wie stark es war, aber
wie gesagt, es ist ein Knackrack. Das macht einmal hier Knick-Knack-Ärmchen ab. Lauf, wenn dir dein Leben lieb ist. Oh! Oh scheiße, kaum mal hat. Oh, Level 85. Nein. Es gibt Dinge. Die sollte man nicht ausprobieren. Richtig. Liebe Kinder, niemals gegen einen Elite-Knackrack antreten. Ja. Obwohl ich das verdammt cool finde, aber naja. Knackrack ist schon ein cooles Pokémon. Das hat es auch wirklich in mein Standard-Team dann geschafft, dann am Ende. Bei Arceus. Das hatte ich immer mit dabei. Aber hier ist auch nichts. Ey, was gibt's denn? Oh, nicht? Doch. Da ist doch was. Was willst du denn? Da ist ein Geistliche, aber ein Schlupf, was wir auch noch nicht haben. Okay, das ist ja. Dann hat sich das wenigstens schon mal gelohnt. Da müssen wir Glaciona, das müssen wir irgendwie verschieben. Und rechts ist ein Schlurpleck. Gleich noch die Weiterentwicklung. Ja, Schlurp, leck mich doch am Arsch. Das ist ja der. Entschuldigung. Nice. Aber erstmal, bevor ich es vergesse. Oh, hier geht's aber mit den Geisterlichtern, weil es auch so ein dunkles Gebiet ist. Ja, da siehst du das Leuchten so richtig schön. Ja. War hier vielleicht irgendwo das Evoli? Vielleicht so ich hier hoff's. In dem Bereich, wo das Schlurpleck ist? Ich hoff's. Du hast keine Rauchbälle mehr, oder? Nee, leider nicht. Aber wir kriegen das auch so. Sagte so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Das war ein Headshot, das muss klappen, komm. Ja. Okay, ich hab schon. Ich hab nichts gesagt, Leute. Hier wird auch dieses Eisloch, war das das Richtige? Für den Eisstein? Ja. Oh, ich glaube nicht. Es müsste halt dieses Höhlensystem sein, wo wir das Hisuizoro finden in dieser Höhle. Das aber selbst wenn, wir haben ja kein Evoli, also von daher. Ja. Ja gut, dann glaube ich, wird das nichts mehr. Leider. Das wird sowieso nichts hier. Das dürfen wir auch noch gar nicht fangen. Weil, wie ich rausgefunden habe, wenn wir den entsprechenden Rang noch nicht haben, können wir sie auch nicht einfach so fangen, sondern wir müssen sie im Kampf fangen. Wusste ich vorher auch noch nicht. Und von daher kann ich das vergessen, weil im Kampf besiege ich das nicht. Wie viele Irrlichter haben wir jetzt in dieser Aufnahmesession schon gefunden? Verdammt viele. Wahnsinn. Was ich gerade fragen wollte, gab es in dem Bereich nicht hier vielleicht noch irgendwo Evoli? Bei diesem Schluchtkrater-Gedöns? Also zumindest nicht offiziell laut Pokédex, aber. Okay, ne, dann, ich glaube, dann brauchen wir das erst gar nicht zu versuchen. Ich denke es auch. Aber was haben wir hier? War ich hier vorhin schon mal durchgegangen? Oh, da war eine Inschrift. Das sind die Fratzen des Bösen. Ah, ich erkenne. Mal. Ich erkenne einen Cresselia, ich erkenne einen Regigigas. Soll das Palkia sein? Da ist noch ein Giratina und ganz rechts. Das zweite von rechts ist das Arcani? Ja. Das zweite von rechts? Ganz oben. Also wenn du von rechts nach links gehst, das zweite sozusagen. Schon klar. Also das ganz unten links, das ist Manaphy, das erkenne ich. Ganz unten links, das sieht so aus wie Bomberman. Nein, das ist Manaphy. Bomberman. Das in der Mitte, in der zweiten Reihe, das ist Darkrai. Rechts davon ist Palkia. Und der Rest, ja gut, das ganz unten rechts, das könnte Arctilas sein, eventuell. Ja, vielleicht. Das glaube ich fast auch. Nö, wir wollten den Part beenden, oder?
beziehungsweise die Aufnahmesession. Ist schon lange eigentlich. Ich glaube, ich mach 3 Parts draus, dann ist es nicht so. Oh, warte mal. Das brauchen wir. N Smash Junior. Nenn es Smashy. Das ist eine gute Idee, das machen wir. Ja. Na also, dann hat sich das ja doch noch gelohnt hier. Es war kein Evoli, aber dafür viele, viele neue Pokémon. Ich hab gerade gedacht, da wäre ein Shiny Riolu, aber es war ein Electek. Ich glaube, ich mache echt 3 Parts draus, weil das ist jetzt, was hier passiert jetzt hier gerade, ist so gut. Wow! Wunderbar. Hätten wir das auch noch. Wie wir einfach hier die ganze Zeit noch nicht waren, aber jetzt kommen wir allmählich in einen Bereich, wo wir schon waren. So, du musst das Riolu noch umbenennen. Warte mal! Da! Speichern! Was? Es war kein Shiny, aber, mein Freund, da oben habe ich etwas gesehen. Wenn ich jetzt nicht komplett wahnsinnig geworden bin... Doch noch Evoli! Ohne scheiß Verzerrung, den mache ich jetzt nicht. Ey, ob kommt die Verzerrung ist jetzt auch... Nein! Evoli, jetzt auch... Ja! Boah, Level 60! Ey, Rüdiger, zum Abschluss Entwicklung. Ja, natürlich. Also wenn, dann entwickeln wir das jetzt noch. Ja! Komm. So, boah, jetzt muss ich überlegen. Wo war die Höhle jetzt nochmal? Halte ich mal links? Ja, wir halten uns wieder links. Da ist ein Loch, also... Es könnte das richtige Loch sein. Und wieso das klingt ist immer das wichtig, dass man das richtige Loch erwischt. Wieso, ich wollte gerade sagen, Rüdiger, wieso klingt das jetzt wieder so total falsch? So, okay, lauf mal da entlang und halte dich diesmal rechts. Es handelt einen immer nur Ärger, wenn man das falsche Loch erwischt. Rüdiger... Aber da haben wir es auch schon. Perfekt, hast du mich gelotst hier. Aber das, wir haben es doch gar nicht dabei. Aber egal, ich mache den Pin hin und dann ist... Du machst jetzt einen Pin hin, dann schneiden wir das Ganze und dann sind wir mit Evoli wieder da. Oder ich lasse es einfach so. Rüdiger, willst du wirklich so gemein sein? Ja. Du willst also mit dem nächsten Part gleich mit einem Highlight starten? Ja. Na gut. Nein, keine Sorge. Warte, du tust es doch noch. Natürlich, das machen wir jetzt noch. Komm, das ist ja. Tschüss. So, du bist besiegt. Du musst einfach jetzt besiegt in der Box bleiben. Ja, wir holen uns jetzt ein anderes Eis-Pokémon, eins, was besser ist. Ich habe das früher immer gemacht bei den Editionen. Pokémon, die besiegt waren, nicht ins Pokémon Center, sondern einfach in die Box. Fertig. Du kannst jetzt spaßeshalber einfach mal so durch die Verzerrung fliegen. Ja gut, ist ja halt noch nicht da, ne? Aber deutet sich ja erst an. Schön. Oh. Mei, ist das schön. So, wo war das Loch jetzt? Da hinten ist das Loch. Irgendwann sollte man wissen, wo das Loch ist. Guck einfach, dass du das Evoli endlich entwickelst. Evoli! Muss ich es dran schmeißen oder muss ich einfach nur A drücken? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, du musst einfach nur A drücken. Okay. Der Fels ist mit Eis überzogen. Berühre ihn nicht, sonst würdest du daran festfrieren. Ja, jetzt erstmal mit der Zungenspitze dran. Ja. Okay. Oder musstest du Evoli hier in der Nähe vom Stein ein Level up machen lassen? Ich glaube, du musst Evoli ein Level up machen lassen. Hast du noch EP-Bonbons? Glaube nicht. Aber er kann sich da. Warte mal, er kann sich entwickeln. Ah, ja, stimmt, ja. Man muss das ja hier drin machen im Menü. Das ging ja so mit der Entwicklung, genau. Ja, genau. Oh, ich habe ewig kein Legends Arceus mehr gespielt. Entwicklung momentan nicht möglich. Was? Weil er draußen ist oder was? Wahrscheinlich. Hol's mal zurück. Ja. So. Jetzt aber. Jetzt gehen wir wieder rein. Ja! Ja! Tududu.
voll. Boah. Mächtig. Ich muss ja sagen, die Entwicklungssequenz hier in dem Spiel ist schon cool gemacht. Definitiv. Na, das also ist doch wunderbar. Ich muss ja sagen, wir hatten in der Aufnahmesession schon so einige Highlights. Das freut mich. Absolut. Also, ist auch schön. Ich bastel da, glaube ich, jetzt wirklich drei Parts raus, auch wenn natürlich dann ein Part nicht ganz so ereignisreich ist. Aber ich hatte schöne Gespräche mit dir. Es war eine schöne Aufnahme. Ich möchte mich bei dir bedanken. Das war richtig super. Und wir haben tolle Sachen überwunden. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dass wir so viel erreicht haben, hier tolle Momente hatten. Das war super. Das hat mich auch gefreut. Auf jeden Fall. Gut, Leute. Aber im nächsten Part geht's mit Story-Inhalten weiter. Story. Was mag passieren? Story, voll langweilig, Scheiße. Bis dann. Tschüss.